Babys werden in Deutschland gestillt? Wie viele werden ausschließlich gestillt? Bei wie vielen wird zugefüttert? Wie lange stillen Babys in Deutschland? Wie lange sollte man denn idealerweise stillen? Und was hindert uns daran? Die neueste deutschlandweite Kix-Studie hat folgende Daten geliefert. 87% aller Babys in Deutschland werden nach der Geburt gestillt. Fast alle Mütter, die sich für das Stillen entscheiden, fangen auch damit an. Etwa 10% der Mütter entscheiden sich von Anfang an gegen das Stillen. Das ist ihr Recht und sollte respektiert werden. Allerdings sollten auch alle Familien über die gesundheitlichen Vorteile des Stillens für Mutter und Kind informiert werden. Also, 87% der Babys werden von Anfang an gestillt. Aber wie viele werden ausschließlich gestillt, also ohne Zufütterung von Formula oder anderer Nahrung? Da sind wir schon bei nur 68% der Babys. Nach 2 Monaten sind wir bei 57%, nach 4 Monaten sind wir bei 40% und mit 6 Monaten werden nur noch 13% aller Babys in Deutschland voll gestillt. Über wie lange man Babys voll stillen sollte, sagt die Weltgesundheitsorganisation, 6 Monate. Die Nationale Stillkommission ist etwas flexibler. Man solle frühestens im 5. Monat und spätestens im 7. Monat anfangen, die Beikost einzuführen. Das wären aber immer noch 4 Monate voll stillen, was nur 40% der Babys in Deutschland tatsächlich tun. Wie lange wird das Stillen neben der festen Nahrung empfohlen? Die WHO empfiehlt, 2 Jahre oder länger zu stillen, denn... Was? 2 Jahre? Das geht ja gar nicht, dass du dein Kleinkind noch stillst. Es hat ja schon Zähne. Ja, 2 Jahre oder länger. Denn, obwohl es vielen in Deutschland noch nicht bewusst ist, hat das lange Stillen nachgewiesene Vorteile und es besteht überhaupt kein Nachweis darüber, dass es auf irgendeine Weise schädlich sein könnte. Das werden wir in den nächsten Videos ganz genau untersuchen. Also abonniert jetzt, um nichts zu verpassen. Okay, also 2 Jahre sind empfohlen. Aber nach 1 Jahr sind nur noch 16% aller Stillpaare bei uns dabei. Warum stillen wir nicht so lange, wie die WHO empfiehlt? Was die Mütter sagen. Als sie in der Kix-Studie Welle 2 gefragt wurden, warum sie aufhörten mit dem Stillen, war der allermeist genannte Grund, dass sie zu wenig Milch hatten. Vor allem die, die weniger als 6 Monate gestillt haben, haben diesen Grund genannt. Kann es sein, dass so viele Frauen zu wenig Milch haben? Allein dazu könnte man ein Video drehen. Und die, die länger als 6 Monate stillen, warum hören die auf? Bei denen wurde als häufigster Grund Sonstiges genannt. Auch das Kind wollte nicht mehr, wurde oft genannt. Im Vergleich wurde Rückkehr der Mutter in Beruf selten genannt. Nur bei 10% der Mütter, die zwischen 6 und 12 Monaten aufhörten zu stillen und bei 15% der Mütter, die nach dem 1. Jahr aufhörten zu stillen. Denn prinzipiell ist das Stillen mit Beruf oder Kita sehr gut vereinbar und besonders nach dem 12. Lebensmonat. Denn da muss man ja nicht mehr die ganze Zeit stillen. Man kann ja morgens und abends oder in der Nacht oder dann, wenn man das Kind zu sehen bekommt, stillen. Und wenn man getrennt ist, ist das kein Problem, weil das Kind auch, wie gesagt, feste Nahrung zu sich nehmen kann. Was die Statistiken sagen. Ist die Verbreitung und die Dauer des Stillens in der deutschen Gesellschaft gleichmäßig verteilt? Nein. Bei der Kix-Studie Welle 1 kam Folgendes raus. Mütter mit höherem Bildungsniveau und ältere Mütter stillen im Durchschnitt länger als Mütter mit niedrigem Bildungsniveau und jüngere Mütter. Das ist nicht nur in Deutschland so. Auch in anderen Ländern wurde ein Zusammenhang zwischen Bildungsgrad der Mutter
und Dauer des Stillens festgestellt. Die rechtlichen Grundlagen in Deutschland sind super stillfreundlich. Ein Jahr Elternzeit. Das ist ein Luxus. Und Stillpausen am Arbeitsplatz gibt es auch noch. Aber profitieren auch alle von diesen Vorschriften an die Unternehmen? Ist es vielleicht vom Sozialstatus abhängig? Oder vielleicht fehlt es an wissenschaftlicher Information rund ums Stillen. Und zwar nicht nur in der allgemeinen Bevölkerung, wo Mythen und Vorurteile weit verbreitet und tief verwurzelt sind, sondern auch bei den Fachleuten. Denn Ärzte, Hebammen, Pädagogen und so weiter haben einen Mangel an Lehrinhalt zum Thema Stillen in deren Ausbildung. Das kam nämlich bei einem internationalen Forschungsvorhaben raus, Becoming Breastfeeding Friendly, das in Deutschland vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung gefördert wurde. Für mich war das eine Bestätigung von all den persönlichen Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, seitdem ich in Deutschland wohne, und von all dem, was ich von Bekannten und Unbekannten, zum Beispiel auf Social Media, höre oder lese. So passiert es in Deutschland zum Beispiel heutzutage noch viel zu oft, dass schon im Krankenhaus das Stillen erschwert wird oder sogar verhindert wird. Auch, dass eine schlechte Stillberatung von Nachsorgehebammen stattfindet. Oder es läuft doch alles reibungslos, bis man dann zum Kinderarzt geht und er sagt, es ist schon Zeit, Mahlzeiten zu ersetzen. Man muss dann dem Arzt als Patient erklären, es gibt eine Empfehlung der WHO und manchmal sind die Ärzte sogar interessiert, weil sie davon noch nichts gehört haben. Natürlich gibt es Ärzte und Hebammen, die sich gut mit dem Stillen auskennen und das Stillen unterstützen. Aber jedes Mal, dass man auf einen falschen Rat kommt, und ich meine von Fachleuten, auf die man angewiesen ist, ist es einmal zu viel. Denn es kann das frühzeitige Ende einer Stillbeziehung bedeuten. Es gibt Zahnärzte, die behaupten, Muttermilch erzeuge Karies und die zum Abstillen raten, sobald der erste Zahn durchbricht. Es gibt sogar katastrophale Fälle, wo eine Gynäkologin gegen das Stillen ratet, weil es angeblich die Brüste hässlich macht. Zum Glück ist anhand des Ergebnisses der Studie Becoming Breastfeeding Friendly geschlossen worden, dass sich in dieser Hinsicht etwas ändern muss, sodass in Zukunft alle beteiligten Fachleute über eine ausreichende und aktualisierte Stillausbildung verfügen werden. Bis diese und andere Strategien für die Stillförderung sich durchsetzen, möchten wir mit dem Projekt Brust raus den Stillmamas den Rücken stützen und die Gesellschaft stillfreundlicher machen. Natürlich gibt es manche Frauen, die abstillen möchten, die aus irgendeinem Grund unglücklich damit sind. Das ist eine persönliche Entscheidung, die respektiert werden muss. Aber können Mütter, die länger stillen wollen, es auch wirklich tun? Leider ist das oft nicht so. Wir verbreiten wissenschaftliche Informationen rund ums Stillen. Wir machen Deutschland stillfreundlicher. Also, macht's gut und Brust raus, oder? Brust raus. Bis zum nächsten Video.